Flugzeugabsturz vor der Elfenbeinküste. Kurz nach dem Start vom Abidjan International Airport ist ein Frachtflugzeug ins Meer gestürzt. Die genaue Anzahl der Passagiere ist bislang nicht bekannt. Laut Angaben der offiziellen Behörden wurden bisher 4 Leichen geborgen. Zahlreiche Verletzte, darunter Angehörige der französischen Armee, wurden ins Krankenhaus gebracht. Zum Zeitpunkt des Starts herrschte Gewitter mit starken Regenschauern und Blitzeinschlägen. Die Antonov I-26 hatte nach Auskunft der französischen Armee Militärfracht geladen.